Jeder von euch kennt wahrscheinlich den Kollegen hier. Zauberwürfel oder Rubik's Cube, wie auch immer ihr ihn nennt. In diesem Video will ich lernen, wie ich ihn löse. Beziehungsweise wieder erlernen, wie ich ihn löse, weil ich konnte das tatsächlich schon mal. Aber das ist 15 Jahre her oder so. Früher in der Schule habe ich das zusammen mit meinen Freunden mal gelernt und dann haben wir das in meinem Unterricht gemacht. Mach das lieber nicht. Deswegen weiß ich, dass es mehr oder weniger nur darauf ankommt, die verschiedenen Algorithmen zu lernen, um die Steine in die richtigen Positionen zu bringen. Der tatsächliche Endgegner für das Video ist aber der hier. Den habe ich vor ein paar Jahren mal von meiner Mutter geschenkt bekommen, weil sie meinte, hey, du hast das ja früher immer mal gerne gemacht. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich den lösen soll. Ich hoffe, man sieht das in der Kamera. Die Steine haben alle die gleiche Farbe, aber sie sind unterschiedlich groß. Hier zum Beispiel, der ist sehr flach und dünn. Dieser hier ist eher generell sehr dick. Allein das zu drehen ist teilweise schon eine Herausforderung. Okay, probieren wir erstmal so weit zu kommen, wie wir können, mit meinem noch existierenden Wissen vielleicht. Ich weiß, als erster Schritt war immer eine Seite fertig machen. Ist erstmal egal welche, Hauptsache sie ist fertig und hier die Reihe ist dann auch gleich mit richtig. Den Zauberwürfel zu lösen ist bestimmt wie Fahrradfahren. Ich musste es mir nur irgendwie wieder ins Gedächtnis rufen. So wie hier zum Beispiel, jetzt ist hier grün und hier auch gleich rot. Das heißt, die Ecke muss nach da. Offensichtlich hatte ich noch nicht alles vergessen und die erste Seite löste sich im Prinzip wie von selbst. Ich war selber überrascht, wie gut ich vorankam. Da. Das hat ja schon mal gut geklappt. Jetzt haben wir hier die grüne Seite fertig und hier den obersten Ring. Da auch. So, der nächste Schritt war dann, diese Reihe fertig zu kriegen. Das schaffe ich vielleicht noch. Ich bin gespannt. Danach wird es schwierig. Ich weiß, da gab es auch Algorithmen für, dass man die dann dahin kriegt. Die Frage ist, schaffe ich das noch? Hier ist zum Beispiel schon mal einer, der ist richtig. Das ist gut. Ah ja, einer richtig. Das war bestimmt Eigenleistung und kein Zufall. Hier begann ich dann direkt Probleme zu bekommen. Es lag mir sozusagen auf der Zunge, wie der Algorithmus für den Mittelstein war, aber so ganz wollte er sich mir noch nicht offenbaren. Nach ein bisschen hin und her überlegen, entschied ich mich, es einfach zu probieren. Das war einer von den Algorithmen, die ich noch wusste, aber der hat scheinbar nicht das gemacht, was ich wollte. Ich habe es noch ein wenig weiter versucht, musste aber feststellen, dass das mit dem ins Gedächtnis rufen scheinbar keine Lösung war. Okay, ich glaube, so komme ich nicht weiter, also heißt es jetzt anfangen zu lernen. Und am besten lernt man natürlich mit einem YouTube-Video. Ich habe erstmal versucht, einfach dem YouTube-Tutorial zu folgen, habe aber schnell gemerkt, dass ich mir die Algorithmen nicht so schnell einprägen werde. Also musste ein Spickzettel her, zumindest wenn ich nicht ausschließlich vom Video aus üben wollte. Schön oldschool mit Zettel und Stift und zum Glück hatte das Video schon die einzelnen Steps visualisiert, sodass ich diese einfach übernehmen konnte mit der ein oder anderen Notiz, damit ich morgen auch noch weiß, was ich da eigentlich von mir wollte. Natürlich, wie es sich gehört, viel zu großzügig mit dem Platz angefangen. Also habe ich die letzten Schritte versucht noch aufs Blatt zu quetschen und mir ist trotzdem der Platz ausgegangen, weswegen der letzte Schritt hier oben gelandet ist. Jetzt hieß es, die Algorithmen lernen und üben. Ich habe meinen ersten Versuch mit Spickzettel getimed, um eine Baseline zu schaffen, die ich dann verbessern kann. Und oh mein Gott, verbessern werde ich mich müssen, weil ich es trotz Spickzettel zweimal geschafft habe, irgendwo einen Fehler zu machen und mehr oder weniger von vorn anfangen musste. Die finale Zeit für diesen Versuch lag dann bei 9 Minuten 56. Das ist also jetzt der Start. Und das Ziel für den normalen Würfel, sagen wir, unter 3 Minuten? Klingt realistisch, oder? Ich erübrige euch jetzt mal, mir dabei zuzugucken, wie ich die Algorithmen lerne, indem ich sie leise vor mich hinbete, während ich den Würfel löse und springe direkt zu meinem ersten getimten Versuch ohne Hilfe. So, ich glaube, ich habe mir jetzt alle Algorithmen gemerkt. Das heißt, wir können jetzt versuchen, uns zu timen. Meine Notizen habe ich hier, aber die lege ich halt rum hin. Falls ich doch drauf gucken muss, dann zähle ich den. Versuch natürlich nicht. Also, Timer. Los geht's. Und tatsächlich hat es geklappt, ohne einmal in die Notizen gucken zu müssen. Ich hatte ja jetzt auch schon einiges an Übungen, sodass das Ganze schon ziemlich gut von der Hand ging und die erste Zeit konnte sich dann auch schon sehen lassen. .30. Wir sind schon super nah dran. Jetzt hieß es wieder üben, üben, üben. Mal mit mehr und mal mit weniger Erfolg. Hier habe ich zum Beispiel den Mittelstein falsch herum eingesetzt. Sehr ärgerlich, nur ein paar Sekunden haben zum Ziel gefehlt, aber ich wollte natürlich ein eindeutiges Ergebnis haben. Und dann kam die Stunde der Wahrheit.
Vielleicht hatte ich einfach ein gutes Startmuster erwischt, aber ich war gut drauf, keine Fehler gemacht. Ich habe sogar den langsamen Algorithmus zum Drehen der Ecken verworfen und sie bei der Anfangsfläche einfach intuitiv eingesetzt, wie ich es auch mit dem Mittelstein tue. Das geht natürlich viel schneller. Ich hatte den Würfel verstanden und ich glaube, der Würfel verstand mich auch. Und das Ergebnis war... Yes! 2,45! 2,46! Nice! Was sollte jetzt noch schief gehen? So, wir sind endlich am Ende angekommen. Jetzt heißt es nur noch, diesen Würfel fertig kriegen und herausfinden, wie das überhaupt funktioniert. Wir legen einfach los. Okay. Erstmal müsste man gucken, wie die erste Seite genau aussieht. So wie das aussieht, kann man das hier sehen, sind manche dann hier abgeflacht und andere passen hier gar nicht. Also gehe ich mal davon aus, diese Reihe sieht aus wie diese Steine. Vielleicht. Aber dieser Stein sieht auch, also hier passt der Stein. Wie finde ich denn jetzt raus, welcher Stein wohin gehört? Ja, ist es nicht. Guck mal, der passt hier auch. Wenn wir jetzt hier einfach nur ausprobieren, wird das natürlich ein Abenteuer. Ah, okay, wir können uns vielleicht an denen hier orientieren, weil hier die beiden passen und der passt. Und der passt auch mit dem hier überein. Das sind ja die unterschiedlichen Farben, dann, wenn wir das T bilden. Können wir das sehen hier? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, hier muss einer hin, der diese Größe hat. Um dieses Experiment realistisch zu halten, habe ich mir vorher tatsächlich keinerlei Gedanken gemacht, inwiefern sich das Lösen des silbernen Würfels vom normalen Würfel unterscheidet. Das ist tatsächlich noch sehr viel schwerer, als ich dachte. Ich habe dann versucht, mich an den ersten Steinen zu orientieren, die ähnlich genug aussahen, und versucht, die restlichen Steine zu finden, die zur Anfangsfläche gehören. Hier sind welche, die sind auf der einen Seite sehr kurz. Vielleicht funktioniert das mit denen besser, wenn ich mich mal auf die konzentriere. Hier zum Beispiel diese Ecken, die funktioniert dann nämlich auch. Die kann man, glaube ich, am einfachsten erkennen, weil es einfach die kürzesten sind. Sprich, ich habe hier noch eine. Jetzt muss ich nur die richtigen Mitten dafür finden. Das ist die Mitte dafür, dafür. Der ist nicht an der richtigen Mitte, der muss hier rüber. Okay. Okay, ich glaube, jetzt sind wir hier zumindest mal irgendwo angekommen. Na endlich, die erste gute Entscheidung, seit ich mit dem silbernen Monster begonnen habe. Die kleinsten Steine zu finden war natürlich viel einfacher, als irgendwelche mittelgroßen zu identifizieren. Was habe ich mir gedacht? Okay, aber das lässt sich wirklich außerordentlich schlecht ausmachen, was hier welche Größe hat. Fehlt noch einer, der super schmal. Die Frage war jetzt, wie finde ich heraus, an welche Stelle die Steine schlussendlich gehören? Mit ein bisschen Try and Error ergaben sich aber erste Ergebnisse. Aha, oh, wir haben das Kreuz geschafft. Da ist es. Das Kreuz. Puh, das war schon nicht ganz einfach. Okay. Dann... Schritt 1 erfolgreich. Hat ja auch nur 12 Minuten gedauert. Ich versuche krampfhaft nicht das kaputt zu machen, was ich schon geschafft habe. Woran erkenne ich die Ecken? Woran ich diese Mittelteile erkenne, habe ich ja jetzt rausgefunden. Mir ist während des Lösens des Würfels auch nicht aufgefallen, dass mein Hund die ganze Zeit neben mir saß und mir seelische Unterstützung bot. Oh, hier habe ich aus Versehen die richtige Ecke reingemacht. Haha! Glück muss man haben. Die ist richtig. Diesmal sogar zum Teil Eigenleistung, auch wenn ich eigentlich an einer ganz anderen Stelle gearbeitet habe. Aber so langsam wusste ich, wie ich die Steine drehen muss, um erkennen zu können, wo sie richtig lagen. Eine Seite fertig. Yay! Oh mein Gott, das hat schon ultra lange gedauert. Ich blende euch ja irgendwo einen Timer ein, hoffe ich. Ich habe jetzt hier keinen. Aber ich glaube, das ist okay. So. Ich hoffe, jetzt kann ich hieran erkennen, dass dieser hier nicht übereinstimmt, dass der nicht diese Höhe hat, sondern
eine von den beiden. Die Frage ist jetzt, welche? Wenn ich hier den Überblick verliere, dann bin ich sehr schnell wieder am Anfang. Ja. Ja. Da ist er, der Umkreis, der zweite. Die zweite Reihe ist fertig. Da sieht man's. Oh yeah. Okay. Jetzt. War ich scheinbar so im Fokusmodus, dass ich meine Sätze nicht mal mehr beendet habe. Jetzt ging es los mit der Unterseite. Okay. Jetzt stimmen die alle. Jetzt nur noch die Ecken. Die Schwierigkeit ist jetzt zu erkennen, welche Ecke ist in der richtigen Position, aber verdreht. Theoretisch könnten die schon alle in der richtigen Position sein, wenn ich mir das so angucke. Wir probieren das einfach mal, die Ecken selber zu drehen. Ich glaube, das war nicht so gut. Sieht so aus, als würde ich wieder von vorne anfangen. Das war ein harter Schlag. Zurück zum Anfang nach über 20 Minuten. Damit ihr mir jetzt nicht nur beim Würfeldrehen zuguckt, hier ein paar Fakten zum Zauberwürfel. Die erste Anleitung, wie man den Zauberwürfel löst, wurde von einem 13-jährigen Jungen geschrieben, und zwar im Jahr 1981. Das Buch hieß You Can Do the Cube und wurde 1,5 Millionen Mal verkauft. Es gibt Roboter, die den Würfel in unter einer Sekunde lösen können. Durch die 26 farbigen Steine, die der Würfel hat, ergeben sich über 43 Trillionen Konfigurationen, in denen die Steine angeordnet sein können. So, das Kreuz oben ist auch wieder fertig. Uff, das hat nochmal wieder lange gedauert. Und meine eine Kamera ist ausgegangen. So, hoffen wir, dass das gleich wieder läuft. Okay. So, die Ecken. Die sind diesmal definitiv nicht richtig. Diese könnte richtig sein, die ist es nicht, die ist es auch nicht. Wir versuchen es einfach mal mit der hier. Und zwar mit... Ich will nicht wieder das Falsche machen. Merkt man, dass ich ein bisschen angespannt bin? So, das könnte jetzt wieder stimmen. Das Problem ist, es ist so ein Trust-the-Process-Ding, dieses letzte, diese Ecken zu drehen. Sieht alles komplett wust aus. Ich leuchte immer schön in die Kamera. Ich glaube, ich muss nur noch die Ecken drehen. Ich glaube, ich habe schon wieder verkackt. Ich habe schon wieder irgendwas falsch gemacht. Oh boy. Vielleicht habe ich dem Prozess einfach nur nicht gut genug vertraut. Aber wie sagt man so schön, aller guten Dinge sind drei. Wenigstens hatte ich die Gewissheit, dass ich es schon zweimal fast bis ans Ende geschafft habe, also würde ich es wohl auch ein drittes Mal schaffen. So, wir sind wieder bei den Ecken angekommen. Ja, was wir da noch, ja? Starten hier mal neu, einfach, damit es nicht gleich mittendrin ausgeht. So. Okay, wir sind bei den Ecken. Dass man einfach aus Versehen was verdreht. Ich kann dabei nicht sprechen. Ich kann mich. Ich will es jetzt fertig kriegen. Ich muss, glaube ich, schon wieder nur noch die Ecken drehen. Okay, Konzentration. Ecken drehen. Wir schaffen das. Scheinbar sind die Ecken nicht in der richtigen Position, weil ich habe sie komplett gedreht und nicht die richtige Position erwischt. Okay, wir drehen einfach nochmal fröhlich vor uns hin und gucken, was passiert. Die Ecke ist jetzt auf jeden Fall richtig, weil sie ist schon auch an der richtigen Stelle. Okay, das sieht gut aus. Okay, wir versuchen nochmal die Ecken zu drehen.
Ich habe dann wirklich aufgehört zu reden und jede einzelne Drehung sehr vorsichtig und gewissenhaft ausgeführt, um ja keinen Fehler mehr zu machen. Eine Ecke noch drehen. Links, hoch. Oh mein Gott. Yes, es ist fertig. Ah, ist wieder fertig. Oh mein Gott, das hat noch länger gedauert, als ich dachte. Man macht so leicht Fehler. Kann man das hier in der Kamera sehen, wie unterschiedlich die aussehen? Aber am Ende, also, die sind alle unterschiedlich groß. Aber guck mal, hier oben ist überall die kleine Reihe, die mittlere Reihe. Wenn man den Würfel dreht, sieht man gar nicht genau, was wie wo ist. Oh, es ist fertig. Yes. Woo! Ja, es ist fertig. Fertig. Yes. Yes. Okay, ich habe gerade nochmal geschaut. Das waren irgendwie eine 47-Minuten-Aufnahme. Ich bin so froh, den endlich wieder fertig zu haben. Ganz ehrlich, das war wirklich eine Herausforderung. Man macht so schnell Fehler, weil man komplett den Überblick verliert und man muss überhaupt erstmal rausfinden, wie man das Ganze angeht. Tipp, wenn ihr den gleichen habt, fangt mit der kleinsten Seite an, mit dieser hier. Die lässt sich am leichtesten erkennen. Währenddessen habe ich gedacht, oh mein Gott, ich bin so froh, wenn das vorbei ist, das mache ich nie wieder. Aber jetzt, ganz ehrlich, ne, vielleicht mache ich es irgendwann nochmal. Wenn man es dann wieder zusammen hat, dann fühlt sich sehr, sehr gut an. Aber für jetzt kann ich ihn erstmal wieder ins Regal stellen und bewundern, was ich geschafft habe. Aber für jetzt stelle ich ihn erstmal wieder ins Regal und genieße den Erfolg. Kennt ihr noch mehr coole Fähigkeiten oder Tricks, die ich lernen sollte? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ansonsten abonniert hier meinen Kanal oder guckt euch ein anderes Video von mir an. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.